Hallo und herzlich willkommen bei der Hundeschule Ottersbach. Mein Name ist Sarah und ich möchte dir heute von einem Kundenfall berichten. Ich bin von einer Kundin angerufen worden, deren Hund super ausgebildet, sämtliche Tricks, sämtliche Beschäftigungsvariationen, also die zwei sind richtig gut miteinander unterwegs. Jetzt ist der Hund nur leider mehrfach auf der hauseigenen Steintreppe, die recht glatt ist, ausgerutscht, weggerutscht und hat sich seitdem beschlossen, er läuft diese Treppe nicht mehr. Am Anfang war das noch, ja gut, dann läuft er eben die Treppe nicht. Irgendwann ist dann doch auch das Bewusstsein gekommen, es ist ja schade, man nimmt dem Hund ja auch im Haus selber sämtlichen Raum. Und es fing an, dass diese Treppenangst, diese Treppenphobie an manchen anderen Orten auch zwischendurch immer mal wieder aufkam. Jetzt war mir aber klar, dass die Kundin eigentlich schon sämtliche ersten Tipps und Tricks, die ich geben würde, ausprobiert hat. Das heißt, sie ist bereits hingegangen und hat Leckerchen über Futter, über ein bisschen vorsichtiges Spielzeug irgendwo drauflegen. Also sie hat eigentlich schon recht viel gemacht. Auch hierfür habe ich mir erstmal ein Video von der Kundin schicken lassen, um mir einfach mal zu zeigen, ohne dass ich dabei bin. Der Hund kennt mich ganz gut und ich wollte nicht, dass der Hund sich durch mich erstmal beeinflusst fühlt. Deshalb habe ich mir von der Kundin erstmal ein paar Videos schicken lassen, mir zeigen lassen, wie sie das Ganze bislang aufgebaut hat und wie der Hund dabei überhaupt reagiert. Schlussendlich habe ich mir ein Programm überlegt. Und ich freue mich total darüber und deshalb möchte ich auch davon berichten, dass dieses Programm einfach bei diesem Hund super gut aufgegangen ist, obwohl es einfach eine ganz andere Herangehensweise und Denkweise ist. Ich habe mir überlegt, was mag der Hund total gerne und was lenkt ihn eigentlich von dem eigentlichen Thema Phobie und Angst und Treppe und die wollen, dass ich da drauf gehe, wovon lenkt es ihn eigentlich ab? Unter anderem, ich habe eben eingangs schon berichtet, der Hund liebt Beschäftigungen und der liebt Tagetraining, der liebt Pilonenarbeit, unwahrscheinlich. Und habe mir überlegt, diese Pilonenarbeit könnte ich eigentlich auch wunderbar auf der Treppe mit einbauen. Das heißt, wir versuchen dem Hund die Angst zu nehmen vor der Treppe, indem er ultra viel Spaß hat über ein Element, was er bereits aus den letzten wirklich 4, 5, 6 Jahren aus dem FF heraus beherrscht. Wenn ihr einen Hund habt, der Angst hat, der eine Phobie hat, der Sorge hat, dann ist da direkt so viel Stress im Hund drin, dass dem seine Hirnblockade einsetzt. Das heißt, die Großhirnrinde sagt, ich lasse hier gar nichts mehr durch und ein rationales Denken ist gar nicht mehr möglich. Deshalb war mein Gedanke, ich will erst gar nicht, dass dieser Stress aufkommt und dass der Hund das Gefühl hat, wenn ich auch dahin komme, wir machen da jetzt wirklich ganz klassisches Treppentraining, sondern ich wollte, ach Mensch, die Sarah kommt und wir machen ein bisschen Beschäftigung, die startet eben im Flur. Jetzt als erstes bin ich hingegangen und habe die Pylone einfach im Flur aufgebaut und wir haben den Hund ein paar Mal drumherum geschickt. Das haben wir mehrfach in Folge gemacht. Danach sind wir hingegangen und haben die Pylone immer weiter aus unterschiedlichen Richtungen. In dem Fall war es so, dass die Treppe von zwei Seiten aus anzugehen war. Das heißt, wir haben die Pylone auch mal verschoben, mal auf die andere Seite. Schön ist, wenn man, wie in dem Kundenfall, der Hunde eigentlich auch andere Treppen geht. Das heißt, es waren 3 Treppenstufen zum Haus hin, die der Hund total gerne nimmt. Und auch da haben wir erstmal Pylonenarbeit einfach vor der Treppe gemacht, auf der Treppe gemacht. Ich bin natürlich nicht einfach nur mit der Pylone gekommen. Ich habe in erster Linie auch erstmal 4, 5 Gummimatten, die ich hatte, mitgebracht. Das heißt so Gummistufen, die wir auf diese Steintreppe gelegt haben, weil es wäre völlig kontraproduktiv gewesen, wenn wir dieses Training angegangen hätten und der Hund wäre in lauter Euphorie auf dieser Steintreppe in den ersten 2, 3 Stufen weggerutscht. Eingangs war für die Kundin und für mich auch völlig klar, dass jedes weitere Training nur stattfinden kann, indem die gesamte Treppe einfach einen Stopp bekommt. Das heißt, es empfiehlt sich, nicht wegrutschendes Material zu nehmen, wie beispielsweise es gibt klassische Gummimatten, das sind nicht immer die schönsten. So, oder es gibt Teppichstufen, die man aufkleben kann. Da gibt es eigentlich ganz, ganz viel und da kann man einfach mal was ausprobieren. So, wir sind also hingegangen und haben dann im Zuge dessen die Pylone immer ein kleines Stückchen weiter vor der Treppe auf die Treppe gesetzt, bis wir irgendwann
es so hatten, dass der Hund automatisch auf eine Stufe drauf gehen musste, um diese Pylone zu überwinden. Wir zeigen es einmal. Lucky, go. Go, 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 go. Super, ja. Und wieder runter. Prima gemacht, ne? Sehr fein. So, dann haben wir das weiter ausgebaut und haben die Pylone ein kleines Stückchen weiter hochgesetzt. Immer so, dass in jedem Fall gewährleistet ist, dass auf beiden Seiten der Treppenstufe ausreichend viel Platz ist, dass der Hund einmal drum außen rum kommen kann und auf der anderen Seite aber auch sauber wieder den Abstieg wagen kann. Go, go, go. Go. Super gut gemacht, ne? Wobei darauf wichtig ist zu achten, dass der Hund, wenn er gefüttert wird oder wenn er belohnt wird nach der Treppe, dass er das nicht zu weit nach oben macht. Das heißt, nachher gehen wir ja davon aus, dass der Hund auf der Treppenstufe 4 oder 5 ist. Und wenn er die ganze Zeit schon hochguckt, weil er die Leberwurst sieht, dann übersieht er nachher die Treppenstufen, die noch unter ihm ist. Und deshalb ist es eben fein, wenn ihr guckt, dass der Hund, ich zeige es euch jetzt gerade nochmal, dass der Hund möglichst weit unten belohnt wird, dass er weiß, also es lohnt sich nicht vorher schon hier oben hinzugucken, sondern den Keks gibt es gleich definitiv unten. Go. Super. Das war fein, ne? Im Zuge dessen auch das hier wieder von unterschiedlichen Seiten und ausreichend viel Pausen machen. Also jetzt das Ganze jetzt nicht machen, so lange bis der Hund sagt, ich kann nicht mehr, aber sie will das immer noch unbedingt. Sondern wirklich, Mensch, das hat er schon toll gemacht, es ist eine Stufe genommen, es sind zwei Stufen genommen. Und jetzt gehe ich einmal kurz in den Garten, wir entspannen uns mal, spielen mal mit dem Hund, der darf sich mal abkühlen. Und wir gehen nochmal auf die Treppe drauf. So sieht das dann aus, wenn die Treppe dann schon ein bisschen erklommen werden kann. Das heißt, wenn die Pylone so auf der Treppe draufsteht, dass der Hund schon ein paar Stufen gehen muss und langsam wieder runter, sehr fein genommen. Ne? Wichtig ist, dass gerade dieses Runterlaufen, da überlaufen die Hunde sich manchmal ganz schnell und dann fangen sie an, dann doch wieder wegzurutschen. Das heißt, wichtig ist, dass man gerade dieses Runterkommen nicht zu sehr feiert und nicht so sehr belohnt. Und man könnte glatt auch hingehen und sagen, man belohnt den Hund schon mal einmal auf einer Treppenstufe oben. Also, wir gehen hin, führen den Hund ein paar Treppenstufen hoch. Super. Und dann fangen wir den an, einfach mal da oben mit ein, zwei Keksen zu belohnen. Und laden ihn dann wieder ein, wieder runterzukommen. Das in ganz kleinen Trainingsschritten immer wieder über die nächsten Wochen gemacht. Und ich bin in der total guten Hoffnung, dass meine Kundin es ganz einwandfrei hinbekommt, dass bald ihr Hund wieder ganz entspannt die Treppe hoch und wieder runter geht. Sehr schön, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir zuzuhören. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!